jetzt nach NRW und zu etwas, das zu Ostern dazugehört. Marschieren für eine bessere Welt. Zum Auftakt der Ostermärsche zogen rund 250 Atomkraftgegner durch Gronau. Zahlreiche Organisationen hatten dazu aufgerufen. Vor der Urananreicherungsanlage forderten die Demonstranten, dass sie geschlossen wird. Außerdem sollten alle Atomwaffen vernichtet werden. Ja, auch in Jülich waren Demonstranten unterwegs. Rund 30 Atomkraftgegner hielten eine Mahnwache vor einem weiteren Unternehmen für Urananreicherung ab. Sie kritisieren, dass Uranbrennstäbe ausgerechnet aus Deutschland an das belgische Atomkraftwerk Tihange geliefert werden. Ja, und an den Ostermärschen beteiligten sich auch Mitglieder des Aktionsbündnisses Anti-Atom aus Aachen. Sie fordern, die belgischen Reaktoren Tihange 2 und Doel 3 vom Netz zu nehmen. Die Aktivisten sind besonders wütend, weil ausgerechnet dem belgischen Pannenreaktor Tihange 2 ja die Brennstäbe geliefert wurden. Deshalb organisieren sie sich jetzt auch grenzübergreifend. Ja, gemeinsam mit Belgien und Frankreich wollen sie ihr Ziel endlich durchsetzen: die Reaktoren abschalten. Tihange, dieses Atomkraftwerk spaltet die Region. Erst vor gut zwei Wochen sind für den Reaktor Tihange 2 neue Brennstäbe geliefert worden, aus Lingen nach Belgien, genehmigt durch die deutsche Bundesregierung. Das wühlt die Atomkraftgegner in der Grenzregion immer noch auf. Zusammen mit Mitgliedern des Aktionsbündnis Anti-Atom aus Aachen machen wir uns auf den Weg nach Lüttich. Gleich treffen Walter Schumacher und seine Mitstreiter zum ersten Mal zwei neue belgische Kollegen. Wir sind komplett verunsichert über diese Art und Weise, wie wir belogen werden von der Frau Hendricks. Das ist also wirklich ein Betrug gewesen. Und das, was für uns positiv ist, jetzt haben die Belger fangen an, eine Klage zu machen gegen Deutschland und sagen, auch sie werden durch die deutschen Brennstäbe gefährdet. Und das ist eine Sache, da habe ich jetzt Hoffnung, dass aus Belgien heraus auch ein Widerstand auftritt gegen die deutschen Lieferungen. Wir sind auf dem Weg zu ihrem neuen Büro. Sie wollen den Protest in der Grenzregion neu organisieren und tausende Menschen mobilisieren. Für eine 90 Kilometer lange Menschenkette Ende Juni. Von Tihange über Maastricht nach Aachen. Für sie ist es die bisher größte Aktion und die bereiten sie ab heute vor. As a visitor, I say hello to everybody. Clémentine Skevin ist neu dabei. Sie will, dass die belgische Regierung umdenkt. In Belgien ist es vor allem das Schweigen der Politiker, die die Energiewende nicht durchziehen wollen. Und die Belgier, sie sind einfach noch nicht überzeugt, dass es andere gute Lösungen gibt. Sie glauben immer noch, dass die Atomenergie die billigste und zuverlässigste Variante ist. Areva liefert aus seinem Werk in Lingen Brennstäbe in die belgischen Atomkraftwerke Tihange 2 und Doel 3. Weil die Bundesregierung die Transportgenehmigung für diese Brennstäbe erteilt hat, will der Belgier Marc-Alexandre sie verklagen, erzählt er uns aus seinem Urlaub im Skype-Interview. Ich will das vor allem für meine eigene Gesundheit, mein eigenes Leben, aber auch für das meiner Freunde, meiner Familie und meiner Kollegen. Das sind vor allem die Gründe, die mich antreiben, meine Rechte einzufordern. Und deswegen fordere ich die deutsche Regierung auf, diese Exporte von Brennelementen an belgische Atomkraftwerke zu stoppen. Er ist damit der erste Belgier, der wegen dieser Lieferung gegen die Bundesregierung klagen will. Mehrere Privatpersonen und Unternehmen klagen bereits gegen die belgische Regierung, weil sie ebenfalls um ihre Gesundheit fürchten. Und auch die Städteregion Aachen klagt. Sie will, dass Belgien Tihange 2 abschaltet. Der Cross-Border-Initiative gibt diese Entwicklung Aufwind für ihre Aktion. Der Vorteil ist, dass wir natürlich zeigen können, es ist kein nationales Problem, sondern es ist ein Problem einer Region. Es ist das Problem der Menschen, die hier leben. Und da auch zu zeigen, das macht nicht an den Grenzen Halt. Viele Belgier seien sehr zurückhaltend mit ihren Anti-Atom-Protesten, finden sie hier. Sie wollen den Leuten wieder eine Hoffnung geben, dass man auch Nein sagen kann. Die Macht der Medien ist in Belgien so stark und eindeutig pro AKW, dass die Leute sie einfach nicht trauen und sagen, es hat ja doch keinen Sinn. Und wenn wir das mit der Menschenkette auch nur ansatzweise hinkriegen, da wird sich was verändern. Dann, hoffen sie, könnte die belgische Regierung dieses Problem nicht mehr aussitzen.